Hallo und herzlich willkommen bei unserer Videoreihe Einblicke in die Sonderausstellung. Im Deutschen Verpackungsmuseum in Heidelberg sehen Sie die Sonderausstellung Bauhaus Populär mit Schwerpunkt Neue Typografie. Der waschechte Bauhäusler Wilhelm Wagenfeld zählt zu den bekanntesten Pionieren des Industriedesigns. Er wurde besonders für seine Lampen berühmt, war aber auch für die Firma Günther Wagner tätig. Besser bekannt unter Pelikan. Wagenfeld studierte ab 1923 am Bauhaus in Weimar. Nach dem Erfolg seiner Tintenknickflasche, die ein sauberes Entnehmen einer beliebig kleinen Menge Tinte erlaubte, überarbeitete er auch die eckigen Glasflaschen. Zum Klassiker wurde Wagenfelds Glasflasche Pelikan 4001 mit der markanten Form und den seitlichen Griffmulden. Ihren schönsten Auftritt erhielt die Flasche 1960 durch die grafische Gestaltung von Oskar Hermann Werner Hardank, der den von ihm bereits früher entwickelten Schriftzug selbstbewusst in die Vertikale stellte. Über Ihren Besuch im Deutschen Verpackungsmuseum in Heidelberg freuen wir uns. Bis dahin!